zusammen. Wie ihr sehen könnt, tolle ich heute im Moviepark rum. Heute ist nämlich der XXL-Tuber-Day mit ganz vielen YouTube-Größen sozusagen. Und wir schauen uns gleich mal die Bühnenshow an und schauen mal, ob wir irgendwelche YouTuber befragen können und ob die ein paar Tipps und Tricks für den Survival Guide haben. Los geht's! Wir geben uns jetzt mal ins Trockene, das war ja eine feuchte Angelegenheit da draußen. Und wir sind jetzt ganz exklusiv in dem Raum der YouTube-Stars. Da seht ihr, ein Kameraschwenk bitte, einen professionellen. Da sind die ganzen Leute, die Autogramme geben, ganz fleißig. Und auch hier wollen wir natürlich etwas für euch herausfinden. Wir wissen nicht was, aber wir werden es für euch herausfinden. Yeah, ich bin hier mit dem Leandro, der hier nur für den Survival Guide das Tanzbein schwingt. Und da wollen wir doch auch mal ein paar Tipps und Tricks von ihm aufschnappen, wie man denn zum Superdancer wird. Und lieber Leandro, hallo! ich wollte dich mal fragen, hast du ein paar Tipps und Tricks, wie man so geil breaken kann wie du? Man schaut sich erstmal leichte Schritte an, vielleicht auf YouTube. Auf YouTube, das ist der Plan? Ja, und man guckt sich dann hier an und versucht danach zu tanzen oder man geht in eine Tanzschule. Was meinst du, sollte man nicht in einem Vergnügungspark machen? Was sollte man auf jeden Fall unterlassen? Vielleicht breaken auf auf dem Breakdancer oder so? keine Ahnung, auf jeden Fall, man soll Spaß haben. Ich darf hier jetzt als wahres Fangirl stehen, neben Marc-René Laufmann, kriege ich ja nur Augen. Natürlich. Du hast du heute zum ersten Mal auf der Bühne gestanden? Ja, also beim Videoday war ich schon mal auf der Bühne, aber da nur als Roboter, aber jetzt schon. Das war richtig geil, ich habe dich total gefeiert. Echt? Hast du mich nicht schreien hören? Ich habe viele schreien hören, aber ich glaube, deinen habe ich gehört, ja. Ich habe nämlich am lautesten geschrien. Warst du bestimmt ziemlich nervös, oder? Hardcore, ey. Aber als ich auf der Bühne war, auf einmal, whoop, so, oh yeah, und dann, ja. Voll Bock gemacht, gerne wieder. Und hast du einen Tipp gegen Nervosität vorm Auftritt? Oder generell gegen Nervosität? Ich gehe mal vorher aufs Klo, wenn es zählt. Also erstmal fett einen abseilen. Ja, auf jeden Fall. Nee, das hilft. Und was sollte man deiner Meinung nach nicht in einem Vergnügungspark machen? Was sollte man unterlassen? Das habe ich schon vorhin gehört und ich dachte mir die ganze Zeit, pissen. Also irgendwo hin. Ich weiß es nicht, das ist mir einfach direkt reingekommen. Irgendwo hinpinkeln? Also nicht so wie du aus der Achterbahn pinkeln. Ich hab's gesehen, nein. Spaß. Ja, bevor ihr pisst, verpisst euch lieber. Das ist jetzt YouTube-Fake-Shit. Eins, zwei, drei. War das drin? Ich bin hier mit der? Tanne. Mit der kleinen Tanne, wer kennt sie nicht? Und mit dem? Sayok. Sayok von? Digesting. Digesting. Wie kann man denn, hast du Tipps, wie man das Rappen erlernen kann? Ja, das kann man nicht direkt erlernen, das muss man einfach machen, üben, üben. Das, ich sage immer, das ist wie Mathe, aber da gibt es keine Logik, man muss einfach üben und irgendwann klappt es dann. Meinst du, ich kann auch rappen? Ja, rap doch mal. Oh Gott, ein Freestyle-Rap? Dann mache ich so ein bisschen, wir machen Beatbox und du machst okay, so okay, Freestyle. Okay, ich bin neues Mitglied bei Digesting jetzt. Hier. Und nochmal. So, Leute, ihr seid beim Survival Guide. Nur, dass ihr Bescheid wisst und das hat sich gar nicht gereimt. Also ich glaube, ich muss noch ein bisschen üben. So, jetzt bin ich hier mit Jules und Mr. Trashback. Wie geht's euch, Jungs? Ja, läuft cool. Läuft gut. Ihr habt den XXL-Tuber-Day bis jetzt survived sozusagen. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben survived. Hast du ein paar Überlebenstipps, um den XXL-Tuber-Day zu überleben? Rennen, ganz, ganz schnell rennen und, und nicht zurückgucken. Nee, mit den Leuten reden. Das ist das Beste. Das ist das Beste. Hast du noch ein paar Tipps und Tricks auf Lager, so allgemein für den Survival Guide, den du vielleicht kennen müsstest? Also, beim Survival Guide ist ja ganz wichtig, zu abonnieren, weil ansonsten
überlebt man halt nicht. Deswegen, wenn ihr lange leben wollt, abonniert den Survival Guide. Es war geil, oder? Das waren die besten Worte in diesem Video, würde ich sagen. Und Jules, was machst du, Jules? Ja, das kannst du doch nicht tun. Der Kokosnussmann ist da. Der Kokosnussmann ist da. Ja, dann wollen wir den Jules und den Kokosnussmann nicht weiter stören. Und ich wünsche euch noch viel Spaß auf dem XL Tüberde. Ich darf hier neben dem grandiosen Commander-Krieger stehen. Und da wollen wir doch alle mal wissen, weil es ist ja so, jeder will irgendwie einen Let's Play-Kanal machen. Und hast du da den optimalen Tipp, wie man das erfolgreich macht? Definitiv sollte man einen Kanal nur dann aufmachen, wenn man Spaß daran hat, zu labern. Und wenn man auch Spaß daran hat, Videos zu machen. Wenn man irgendwie sagt, ich will erfolgreich werden, ich will Geld verdienen und die ganze Scheiße, dann bringt das nichts. Und es gibt einige YouTuber, die auch sagen, ich mache solche Events nur für Kohle. Auch davon halte ich nicht viel, weil ohne die Abonnenten, die jetzt hier sind, wären wir nicht da, wo wir wären. Eben. Leute, das ein bisschen mehr huldigen. Und alle YouTuber, die jetzt hier sind zum Beispiel, machen das ohne Geld. Und das finde ich cool. Und deshalb bin ich auch hier. Das sind wahre Worte. Meinst du denn, jeder könnte einen Let's Play-Kanal machen? Oder denkst du, es können nur Pro-Gamer? Es hat mit Pro-Gamer überhaupt nichts zu tun. Man muss die Leute unterhalten. Die ersten Sekunden sind entscheidend für ein Video, ob ich dranbleibe oder abschalte. Also meinst du, ich kann auch einen Let's Play-Kanal einfach machen? Du kannst einen Let's Play-Kanal machen. Auch wenn ich nur Flappy Bird spiele? Ist doch scheißegal. Vielen Dank für diese wertvollen Tipps und noch viel Erfolg auf YouTube, auch ohne Geld und viel Spaß auf dem Tüberday. Danke, euch auch. Und ich stehe jetzt neben meinem Lieblings-YouTube-Star, dem... Wieso redest du so komisch? Das ist meine normale Stimme, jetzt verstelle ich sie wieder. Weißt du? Oh, okay, alles klar. Hey, Dan. Du bist schon wie viele Stunden hinter dem Tisch da? Ich weiß nicht, ich glaube 2 oder 3. Und wie überlebt man das? Keine Ahnung, ich wollte jetzt mal zum Wagen, weil ich neue Autogrammkarten für Imbert Torben holen wollte. Und warum, wo ist eigentlich meine Autogrammkarte? Ich wollte keine auch Ahnung, aber Jonas sind die Autogrammkarten ausgegangen und er braucht unbedingt nochmal neue vom Survival Guide. Also halte ich dich gerade auf? Nein, ich will ja keine für Jonas holen, sondern für Imbert Torben. Achso. Immer Torben, Jonas, die verwechsel ich gerne mal. Ja, ich gucke auch nicht, von daher. Er will Ärger. Ich war ziemlich unartig. Chris, ich war sowas von unartig. Ich mogel mich mal ganz fies hier durch, weil ich hab das Band der Macht. Und ja, guck mal, ob ich dann von dem lieben Lars vielleicht ein Scene-Take-Autogramm kriege, weil die haben neue, die habe ich auf Instagram gesehen und die sind voll cool. Deswegen will ich die jetzt haben. Und hallo, ich habe mich vorgedrängelt und will ein Scene-Take-Autogramm. Kriege ich eins? Ah, ein vorgefertigtes. Wie kriegst du doch immer? Wie so ein vorgefertigtes? Das ist gerade frisch, das können manche schon da hinten jetzt. Deswegen steht da auch mein Name nicht drauf. Also ich verlange ein Herzchen. In Liebe. Ach, Scheiße. Ich wollte schon immer mal von Scheiße ein Autogramm haben. Und dann musst du noch draufschreiben, bei der nächsten Love and Sex Folge wollen wir dich dabei haben. Bei der nächsten, ich mach dir eine neue, warte. Ich gebe mich hiermit zufrieden, wir werden dann noch Dan aufstöbern. Noch viel Spaß beim Autogramm geben. Dankeschön. Und wir schlängeln uns weiter durch, beziehungsweise drängeln uns weiter durch. Wir haben hier den Jonas. Lieber Jonas, wie geht's dir? Mir geht's gut. Tut dir die Hand nicht weh vor lauter Autogramm schreiben? Wie lange sitzt du schon hier? Nee, interessanterweise nicht. Ich sitze hier jetzt ungefähr 2 Stunden, 2,5 Stunden oder so ungefähr. Und bei der Hand ist noch alles klar. Dann würden wir gerne mal deinen Gesichtsausdruck zu deiner momentanen Stimmung sehen. Awesome. Yay! Der Torben und die Mia erhalten jetzt die ultimative Sonderaufgabe heute beim Survival Guide. Liebe Mia, beschreibe den Torben mit 3 Worten. Sag nichts Falsches, ja? Süß, arrogant, bunt. Okay, doki. Und jetzt darfst du es ihr zurückgeben. Und zwar, wie findest du denn die Mia in 3 Worten? Egoistisch, sexy und, warte, süß auch. Ja. Oh, da läuft der Schleim ja aus der Kamera raus und aus dem Mikrofon. So, trotz des ungnädigen Wetters heute haben wir uns erfolgreich durch den Tuberday gefragt sozusagen. Und wie ihr sehen könnt, waren einige ein bisschen überfordert mit der spontanen Frage. Aber falls ihr noch ein paar Alltagstipps und Tricks für mich habt, dann schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal wieder beim Survive Live Format. Bis zum nächsten Mal, eure Chaos Chrissy. Ciao!